Moin, Sportsfreunde, euer Björn hier am Start. Ich habe die Jule wieder mitgebracht. Heute geht es weiter in der Coaching-Serie. Vielleicht mit das wichtigste Thema beim Abnehmen, macht ja am meisten den größten Teil aus, die Ernährung. So, wir machen heute ein bisschen Ernährungsplan. Du bekommst einen Ernährungsplan. Wir gehen erstmal auch so ein bisschen die Haltungskalorien durch. Also wie viele Kalorien brauchst du tatsächlich, um am Ende vielleicht auch abzunehmen? Das müssen wir erstmal herausfinden. Da gibt es eine gute Möglichkeit. Vorweg, bevor wir das jetzt kurz durchplanen, einmal ganz kurz besprechen, wie lief denn die Ernährung bisher bei dir? Wo denkst du, hat es dran gehapert, dass du dein Ziel nicht erreicht hast? Was sind so die Fettnäpfchen im wahrsten Sinne des Wortes, wo du reingetreten bist, dass es nicht geklappt hat? Was denkst du, was hat dich davon abgehalten, über die Ernährung auch vielleicht die Gewichtsreduktion zu steuern? Ich glaube, das größte Problem war eigentlich, dass ich meistens keinen Überblick hatte, welches Essen wie viele Kalorien hat. Also klar, man weiß schon ungefähr, ne, was so eiweißhaltig ist vielleicht und was sehr ungesund ist. Aber im Endeffekt hat mir echt so ein bisschen der Plan gefehlt, dass ich tagsüber gewusst habe, naja, ich habe jetzt das und das und das gegessen, das waren so viele Proteine, so viele Fette. Also da hatte ich wirklich so gar keinen Überblick. Und dann habe ich versucht, ein bisschen zu tracken zwischendurch, aber das war dann auch sehr anstrengend und mühsam teilweise, die ganzen einzelnen Produkte auch immer wieder aufzunehmen, habe das so ein bisschen fallen lassen und ich habe gemerkt, dass ich einfach wirklich noch kein Gefühl dafür habe. Also ich glaube, daran scheitert es. Hast du intuitiv gegessen oder nach Plan? Meistens intuitiv. Das Problem ist, glaube ich, egal welches Ziel ihr habt, Muskelaufbau, Abnehmen oder auch vielleicht irgendeine andere Sportart, wo ihr gezielt irgendwie dann leistungsfähiger sein wollt, sobald ihr euch intuitiv ernährt, also einfach so das laufen lasst, wie es ist, ne? Man hat Stress, man nimmt da was mit, isst da was, ist es eigentlich so, dass ihr euch gar nicht verändert. Also hast du gemerkt, hast du groß zu oder abgenommen die letzten Monate? Wahrscheinlich ist es immer so relativ... Ja, die letzten Monate sind echt ein schlechtes Beispiel, weil ich durch die Bachelorarbeit viel zugenommen habe, tatsächlich. Aber davor habe ich relativ gut gehalten, das Gewicht, mit Sport auch, aber halt abgenommen überhaupt nicht. Ja. Also das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Ziel habt, egal ob ihr jetzt aufbauen wollt oder abnehmen wollt, wie jetzt bei Jule, eine Struktur ist unabdingbar. Also ihr müsst halt einen Weg vorgegeben haben, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, bei dir ist es stressbedingt, wenn man dann einfach so isst, wie es gerade kommt, ist es vielleicht auch stressfrei natürlich, weil es nicht zusätzlich irgendwie die Gedanken macht, ne, wie du schon sagst, wie viel hat das jetzt? Man macht sich einfach keine Gedanken drüber. Genau. Das ist okay, wenn es so bleiben soll, wie es ist, aber nicht, wenn du ein Ziel hast, wie zum Beispiel abnehmen, weil es funktioniert nicht. Da müssen wir ein bisschen rangehen, das machen wir heute. Wir haben die Möglichkeit mit der neuen Fitnessanleitung, Hashtag Werbung ganz kurz, ist aber für mich ein super Tool, das mit dir durchzusprechen. Du hast die Möglichkeit darüber hinaus, dass wenn ich dir das jetzt hier erkläre, zu Hause dich einzuloggen, das auch selber zu kontrollieren, die Mahlzeiten zu nutzen, aber auch wie so ein Baukastensystem dir das umzubauen. Für mich immer Grundvoraussetzung beim Abnehmen wird auch bei dir so sein. Keine Radikaldiäten, kein Hungern, kein Quälen. Es soll langfristig funktionieren. Für mich ganz wichtig immer auch, wenn man ein Ziel hat, etwas zu erreichen, sollte man verstehen, was man tut. Du sollst nicht irgendwas machen mit einer Vorgabe und am Ende nach 8 Wochen stehst du da ohne Trainer und denkst, hey, wie geht das denn jetzt weiter? Muss ich jetzt irgendwie wieder Low Carb oder Low Fat machen? Nein, du sollst es verstehen, deswegen machen wir es anhand des Tools der Fitnesseinleitung. Wir gehen das von vorne jetzt einmal durch. Ihr könnt das ein bisschen mitfiebern, eventuell über die Fitnessanleitung, aber ich werde euch natürlich auch mal die Möglichkeit geben, zu erklären, wie das ohne so ein Tool geht. Ich will euch hier gar nichts verkaufen, nur die guten Möglichkeiten zeigen. Wir gehen rein. Ich habe hier eine kleine Bildschirmübertragung. Ganz wichtig am Anfang. Wir haben ja Vermessungen schon gemacht. Trotz allem können wir jetzt deine Daten hier einfließen lassen, um erstmal die Haltungskalorien rauszufinden. Wir müssen erstmal, ist es ein Richtwert? Diese Rechner sind okay. Sie geben dir eine Vorgabe. Es ist nicht exakt das, was passieren wird, aber das kannst du nicht machen. Ja, wir können dich ja nicht an 1000 Geräten jetzt anschließen. Du läufst irgendwie durch den Alltag, dass wir alles tracken. Wir brauchen eine Vorgabe. Wir werden aber auch dann kontrollieren über die Waage und das Spiegelbild, ob das mit der Vorgabe funktioniert. Und wenn nicht, müssen wir anpassen. Also so ein Plan ist am Anfang nie in Stein gemeißelt, sondern sollte immer korrigiert werden, weil die Alltagsumstände sind ja individuell. Ich kann ja jetzt nur mit dir eine Grundlage schaffen, aber wie du darauf reagierst, ob du klarkommst, ob du dich gut fühlst, das musst du ja erstmal herausfinden. Ne? Genau. Deswegen haben wir hier einen Ernährungsplan-Rechner, wo wir erstmal quasi deinen Grundumsatz ermitteln, worauf wir auf die Erhaltungskalorien schließen. Und dann haben wir so einen Gesamtkalorienbedarf, den wir ermitteln, ob wir jetzt dann damit abnehmen oder zunehmen. Das machen wir. Der Rechner hier in der Fitnessanleitung, da gehen wir mal durch. Beruht übrigens auf der Harris-Benedict-Formel, die könnt ihr sonst auch googeln. Ich war immer schlecht in Mathe, deswegen machen wir es hier so. Ihr könnt es auch selbstständig ausrechnen, wenn ihr möchtet. Hier können wir einfach alles einstellen. Geschlecht, du bist 29 Jahre alt. Du bist 1,68 groß, wiegst momentan noch 77 Kilo.
Aktivität wird noch dazu gerechnet. Das heißt, wir haben am Ende über die Formel den Grundumsatz. Durch die Aktivität wird noch ein Faktor des Leistungsumsatzes dazu gerechnet, dass wir auf den Gesamtumsatz am Ende kommen. Du hast gesagt, du bist eher weniger aktiv momentan. Mhm, ne? Genau. Sport haben wir noch im Hinterkopf. Bei der Rechnerversion hier in der Fitnessanleitung wird der Faktor Sport jetzt bald noch mal hinzugefügt. Dann könnt ihr das auch gleich mit eingeben, wenn ihr die Fitnessanleitung habt. Jetzt haben wir es gerade noch im Hinterkopf. Wir berechnen jetzt ungefähr einen Wert. Und jetzt erspuckt er uns hier in der Mitte einmal bei Tagesbedarf. Das ist ungefähr dein Erhaltungsbedarf oder deine Erhaltungskalorien, wo wenig passiert. Beim Abnehmen sind wir hier zwischen 1684 und 1840, zunehmen ungefähr bis 2500 Kalorien. Wir wollen ja abnehmen, deswegen nehmen wir den Wert auf der linken Seite hier. Allerdings haben wir noch ungefähr die 300 Kalorien circa beim Krafttraining die Stunde im Hinterkopf, weil du noch nicht so intensiv trainierst. Also so ungefähr im Hinterkopf, das wird noch in die Formel mit eingebaut, aber die dürfen wir jetzt eigentlich nochmal on top rechnen, weil du die ja verbrauchst. Das heißt, wir sind hier im Abnehmbereich bei circa, würde ich es mal sagen, 2100 Kilokalorien in etwa. Ja? Mhm. Das heißt, auf der Basis können wir jetzt natürlich aus dem Rechner hier rausgehen und sagen, wir haben eine Basis von ungefähr 2100 Kilokalorien. Du kannst jetzt einen kompletten Plan über das Tool hier selber erstellen oder wir gehen in die Vorlage. Ne? Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, omnivor mit Fleisch, vegetarisch, vegan, vegetarisch oder vegan. Du isst ja auch Fleisch, wir können aber hier auf alle Basen gehen. Das heißt, allein nur mit 2000 Kilokalorien haben wir hier sehr, sehr viele Vorlagen. Können aber auch die gleich neu aufbauen oder hier auswählen, aus welchem Bereich wir das jetzt hier erstmal wählen. Nehmen wir mal einfach hier die Version zum Beispiel Selfmade, mit ein paar Hashtags vergeben. Da sind wir bei 2000 Kilokalorien. Hier hast du jetzt drei Mahlzeiten drin. Jetzt ist mal die Frage, wenn du so einen Ernährungsplan machst und du hast jetzt in dem Fall 2100 Kilokalorien zur Verfügung. Bist du eher der Mensch, der mehrere Mahlzeiten am Tag hat oder weniger? Das muss ja auch zu dir passen. Ja, ich habe normal eher drei Mahlzeiten. Drei Mahlzeiten. Das kriege ich ganz gut geregelt hin. Bist du jemand, der Snacks braucht? Weil bist du viel unterwegs auf der Arbeit also, oder eher weniger? Hast du deine festen Mahlzeiten und das reicht? Ich habe meine festen Mahlzeiten und ich gönne mir dann ganz gerne zwischendurch mal noch einen Snack. Also ich brauche den nicht zwangsläufig, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man so diese Option noch hat, sich da was offen zu halten. Okay. Hier haben wir gerade einen Faktor, den sehe ich gerade, die Proteinschnitte. Da sind wir bei 728 Kalorien. Deshalb die Frage, willst du jetzt so diese Proteinschnitten essen? Das ist eine relativ große Menge. Ist vielleicht am Anfang nicht so geil. Wir können natürlich auch sagen, wir nehmen das raus, haben jetzt ungefähr diese 700, 800 Kalorien im Hintergrund, tauschen das aus mit dem Frühstück. Das heißt, wir gehen einfach mal hier ins Bearbeiten-Modus und suchen uns mal was anderes aus. Das heißt, wir gehen hier rein, suchen uns mal ein klassisches Frühstück, vielleicht so Putenwraps oder so. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen cooler als am Anfang irgendwie Proteinwraps. Quatsch, Proteinschnitten, hast du auch hier Möglichkeiten mit Spiegelei oder Joghurt oder Pudding. Nehmen wir das mal dazu. Jetzt hast du natürlich noch ungefähr, ja, hier sagen wir mal 500, 600 Kalorien offen. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist, könnten wir theoretisch sagen, wir fügen noch einen Snack dazu. Dann hast du am Anfang vielleicht noch die Möglichkeit, wenn du einen Snack mal nimmst, machst du das mit Obst, Gemüse oder einen Riegel oder so zwischendurch? Ja, Obst, Gemüse oder was ich halt auch immer ganz gut finde, sind so Shakes. Vormittags oder nachmittags? Eher nachmittags. Dann schieben wir das runter, das können wir easy machen. Gehen wir in den Bereich und Shakes trinkst du gerne. Mhm. Nehmen wir mal hier einen Shake dazu. Jetzt sind wir bei 1743 Kalorien. Und jetzt hast du noch ungefähr 300, 350 Kalorien offen. Das heißt, wir können natürlich die Menge erhöhen. Das heißt, wenn dir das hier morgens ein bisschen wenig ist mit 300 Kalorien und bist du jemand, der viel frühstückt, lieber oder eher weniger? Ja, ich starte schon ganz gerne mit einem guten Frühstück in den Tag. Dann musst du gucken, ob du abends mit 600 Kalorien auskommst. Hier haben wir den Fisch, der ist auch lecker. Können wir einfach hier zum Beispiel die Menge erhöhen. Mhm. Ne, dann hast du hier zwei und dann bist du bei 618 Kalorien. Und jetzt haben wir eigentlich ungefähr den Bedarf, den du brauchst zum Abnehmen. Jetzt können wir hier noch einen neuen Hashtag hinzufügen. Machen wir Jule. Geht das gerade? Dann wissen wir, dass es dein Plan ist. So, du kannst den jetzt auch exportieren. Das heißt, dann wirft er den PDF aus, kannst es dir auch einfach ausdrucken, mitnehmen. Mhm. Über den Zugang hier in dem Tool kannst du es auch immer wieder bearbeiten. Und vor allem ist es ja jetzt für einen Tag. Du wirst ja wahrscheinlich jeden Tag dasselbe essen. Du kannst ja diesen Block jetzt einfach austauschen. Ich habe dir das ja gerade gezeigt. Du hast hier unendlich viele Möglichkeiten, diese Blöcke zu verschieben, aber auch jeweils diese Blöcke nach Kalorien auszutauschen. Das heißt, ne, du hast ja hier sozusagen eine Riesenmöglichkeit, Snacks hinzuzufügen oder zu sagen, du möchtest hier einfach auch mittags, kannst du hier aus den Kilokalorien wählen. Ne, wenn du dann mal irgendwann mehr essen darfst, kannst du hier aus ganz vielen Rezepten wählen, diese Blöcke austauschen und siehst natürlich auch immer ganz schön, wie oben sich die Makronährstoffe verteilen. Ne? Also du hast jetzt 100
53 Gramm Kohlenhydrat, relativ wenig Fett, Proteine sind hoch. Aufgrund der Thermogenese, also die Resorption und die Verdauung von Proteinen, verbrennen auch ein bisschen mehr Kalorien. Das heißt, es macht Sinn, in der Diät ein bisschen mehr die Proteine zu erhöhen. Da sind wir recht hoch, aber okay. Ist okay. Proteine sind immer besser beim Abnehmen als zum Beispiel Fette. Mhm. Ne? Dennoch hast du natürlich für eine Diät einigermaßen ausreichend Fette. Als Frau kann man eventuell ein bisschen höher gehen, aber wir gucken mal, wie du dich dabei fühlst. Wie ist so der Wert, den ich da einhalten sollte ungefähr? Bei Fetten, also kannst du auf die 100 Gramm so gehen auf jeden Fall. Okay. So, ne? Und hier beim Eiweiß sagt man eigentlich 1,5 bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht bist du deutlich höher. Mhm. Die Kohlenhydrate sind etwas gering. Da müssen wir ein bisschen schauen beim Training, wie du dich fühlst. Wenn du merkst, dass die Kraft ein bisschen nachlässt, können wir das hier austauschen, dass du sagst, okay, wir gucken, dass wir die Proteine runterfahren. Da reichen bei dir auch ca. 120, 130 Gramm definitiv. Okay. Und du versuchst, die Kohlenhydrate zu erhöhen. Aber wir haben hier erstmal eine Grundlage. Du kannst ja auch sagen, das ist jetzt ein Tag. Das ist der Montag, du musst ja nicht jeden Tag gleich essen. Und für den Dienstag zum Beispiel machst du dir einfach hier die Kohlenhydrate ein bisschen höher. Kannst natürlich die Speicher ein bisschen auffüllen und hast ein bisschen weniger Eiweiß. Ne? Einfach nur, dass du einen Richtwert hast, mit dem du arbeiten kannst. Für mich ist es ganz wichtig, dass du auch einfach das Prinzip verstehst, wie du damit arbeiten kannst, wie du deine Makronährstoffe kontrollieren kannst, was du wirklich brauchst und dass du auch ein bisschen spielerisch damit arbeiten kannst, dass es Spaß macht. Ne? Du siehst, du kannst hier tatsächlich auch hier, hast du ja immer auch die Rezepte dabei, du kannst auch lecker kochen, du musst nicht immer nur Shakes jetzt trinken, auch wenn es das manchmal einfach macht und hast hier eine super Basis. Ansonsten, wenn du hier drin bist im Tool, kannst du natürlich auch einfach hier, wenn du noch ein bisschen Nachhilfe brauchst, ganz einfach ins Thema Ernährung und dir die Grundlagen nochmal angucken. Dann kannst du nochmal alles verstehen, gerade über die Makronährstoffe, wie sind die aufgebaut. Hier auch über deinen Tagesbedarf, zum Beispiel Need, ne? Thermischer Effekt der Nahrung, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel bei Eiweiße, dass es länger verbraucht wird. Oder auch hier zum Beispiel, wie viel Kalorien Gramm von den einzelnen Makronährstoffen hat. Also hast du mal die Möglichkeit, deswegen hast du auch das Tool, alles zu lernen. Thema Nahrungsergänzung zum Beispiel, das kommt später noch. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du deinen Ernährungsplan hast und wir damit arbeiten. Ja? Wir drucken es einfach mal aus dann hast du es an der Hand und dann arbeiten wir damit und du gibst mir erstmal ein Feedback jetzt die ersten Wochen, wie es läuft. Das heißt aber auch, dass du vielleicht mal ein bisschen mitfilmst, vielleicht auch mal so ein Feedback reinhaust, dass wir das zusammenschneiden können und dann sind wir bei ungefähr 2100 Kilokalorien. Und gucken mal, wie es geht. Okay? Alles klar. Hast du Fragen noch dazu? Erstmal nicht. Ich werde das jetzt erstmal ausprobieren und ich denke, alles Weitere ergibt sich dann im Laufe der nächsten Zeit. Beim Training Gas geben, Struktur reinkriegen. Genau. Ganz, ganz wichtig einfach. Versuchen, die festen Mahlzeiten einzuhalten, vielleicht auch dir gewisse Zeiten einzuteilen, dass du nicht in diesen Effekt kommst, dass du Hunger bekommst und dann vielleicht doch so einen Heißhunger hast und mehr davon isst. Ja. Und dann haben wir eine Basis. So kann man das machen, liebe Sportsfreunde, dass man über so einen Rechner sich erstmal eine Grundlage schafft, dann guckt, wie man es kontrolliert. Versucht nicht den Spaß am Essen zu verlieren, indem man vielleicht ein bisschen spielerisch damit arbeitet, auch lecker kochen kann, verschiedene Möglichkeiten hat. Und Thema Tracken ist noch ein anderes Thema. Du hast natürlich jetzt über die Fitnessanlage die Möglichkeit, ohne Tracken das Ganze auch über die Kalorien einigermaßen zu steuern. Eine Abweichung hast du immer mal von 100 Kilokalorien oder so, aber da haben wir das im Hinterkopf. Du kannst aber auch sagen, wenn jetzt die Mahlzeiten, die du sonst essen möchtest, nicht drin sind in der Fitnessanleitung. Ne? Ich habe jetzt keinen riesen Background, da sind ein paar hundert Übungen drin, schon sehr, sehr gut. Es ist nicht überfordernd, aber wenn du natürlich mit einer Tracking-App arbeiten möchtest, wie Yazio oder sonst was, über diesen QR-Code, das kennst du ja vielleicht auch. Tatsächlich noch nicht. Dann zeige ich dir das auch nochmal. Eine Tracking-App ist im Endeffekt vom Prinzip relativ ähnlich, nur dass du eine Datenbank hast, dass du in den Supermarkt gehst und einen QR-Code auf den Produkten hast, im Handy das abfotografieren kannst und dann wird das direkt eingespeist in die App. Auch eine super Möglichkeit, kannst du alternativ auch probieren und kannst auch dann sagen, wenn jetzt eine Mahlzeit, die du hier drin nicht findest, du bist ja nicht darauf jetzt irgendwie bezogen, dass du das machen musst. Ne? Ja. Das ist ein gutes vielleicht Tool, um das einfach zu machen. Kannst du natürlich auch tracken und dann diese Blöcke, wenn du was mit 300 Kalorien findest, mit einem Block hier austauschen, der sonst 300 Kalorien hat. Das ist auch möglich. Mhm. Ja? Also du hast viele Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, zu Hause hier die Mahlzeiten dir anzugucken, das zu kontrollieren, das nachzumachen und dann musst du mir einfach ein Feedback geben und dann gucken wir, ob das funktioniert. Klingt gut. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Denke ich auch. Ja.